und schön, dass du da bist zur Krebslegung für den Oktober 2023. Wir schauen gleich rein mit dem Licht- und Schattentarot für dich in den kommenden Oktober. Du kannst diesen Kanal übrigens irrsinnig unterstützen, und zwar mit einem kostenlosen Abo, einem Kommentar und einem Like, damit ich auch in Zukunft weiterhin kostenlose Videos wie diese anbieten kann. So, was möchte sich hier bei dir zeigen in Bezug auf Liebe, Partnerschaften, Beziehungen, Begegnungen für diesen Oktober? Okay, 10 der Kelche, Harmonie. Harmonie in Verbindungen, Harmonie in Beziehungen, familiäre Harmonie, die sich hier zeigt. Ein fried- und freudvolles Miteinander. Und gepasste Stäbe. Du hast gemeinsam mit deinen Mitmenschen, mit denen du hier am nächsten bist, ja, Lust, vielleicht Neues auszuprobieren, Unternehmungen hier zu machen. Ja, ich sehe, ich spüre hier die Lust und die Freude auf Neues. Mit deinen Liebsten. Ja, mit deinen Liebsten wirst du hier irgendetwas Neues. Du bist halt neugierig auf etwas vielleicht auch. 7 der Schwerter. 7 der Schwerter. Jemand möchte nicht. Ich sehe so, jemand möchte das nicht. Du hast hier vielleicht neue Ideen, möchtest hier irgendwas umsetzen. Ich sehe hier, jemand möchte hier nicht. Jemand ist das zu riskant. Jemanden ist das zu riskant. Neunte Schwerter, Ritter der Kelche. Vielleicht geht es ja auch um eine Familiengründung, um ein Zusammenziehen, ja, dass die nächsten Schritte auch in einer Beziehung hier vielleicht einzuleiten. Jemand will einerseits nicht, ja. Andererseits kann man aber auch nicht schlafen, wenn man das nicht... wenn man hier jetzt nicht die nächste Stufe sozusagen angeht. Es bereitet einem gewisse Sorgen hier. Ja. Ich spüre bei einer anderen Person, nicht bei dir, ein bisschen ein Hin und Her. Ja. Irgendwie traut man sich nicht. Andererseits kann man hier aber auch nicht ohne dich. Oder aber auch, man möchte irgendwie doch gerne dabei sein. Nicht mit und nicht ohne, sozusagen. So, 7 der Kelche. Was hat man denn noch für Möglichkeiten? Was gibt es denn hier noch für Möglichkeiten? Jemand traut sich hier etwas nicht. Schaut sich vielleicht auch um, ob es hier nicht andere Möglichkeiten auch gibt. Im schlimmsten Fall ist das natürlich jemand, der sich hier nicht 100% für dich oder für eine Familie oder für einen Zusammenzug hier entscheiden kann oder für eine Beziehung, eine feste Partnerschaft. Und man läuft hier weg vor dieser Verantwortung. Ja, ist im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, und man schaut sich hier woanders um. Im anderen Fall ist es, wie gesagt, jemand traut sich nicht wirklich hier. Vielleicht machst du einen Vorschlag, vielleicht möchte dir irgendetwas unternehmen. Es wird bei den meisten so eine Kleinigkeit sein. Ja, Kleinigkeit, aber jemand weiß nicht so recht. Man hat hier ein bisschen Angst vor etwas. Das wirst du aber erst... ja, im Oktober hier erkennen, wer das ist vielleicht, beziehungsweise worum es hier geht. Ja, das ist nichts Langfristiges, es ist ja irgendeine
eine schnellere Aktion vielleicht, wo sich jemand hier nicht wirklich traut. Jemand sucht vielleicht hier auch Auswege, vielleicht andere Möglichkeiten, die man unternehmen könnte oder die man machen könnte, um hier nicht über diesen Berg zu müssen. Wir haben jetzt 10 der Stäbe, König der Stäbe. Es geht hier um Mut. Es geht hier um Mut, die Herausforderung anzunehmen. Mut, diese Herausforderung anzunehmen. Mit dir hier diese Herausforderung anzunehmen. Es benötigt hier einiges auch an Mut. An Mut hier, ja. Es hat sich der Wagen gezeigt. Der Eremit, der Einsiedler hier. Jemand muss sich hier wirklich überwinden. Irgendetwas hast du vor, irgendwas wünschst du dir, irgendetwas möchtest du, irgendetwas, ja, was es auch immer ist, ist sehr individuell natürlich. Jemand muss sich hierfür wirklich stark überwinden. Vielleicht ist das für dich eine Selbstverständlichkeit, ja, aber hier hat jemand wirklich mit sich zu kämpfen. Hier hat jemand wirklich mit sich zu kämpfen und muss hier dann auch in sich gehen und den Mut dafür finden. Ich sehe hier, eine Person schwankt hier. Einerseits möchte man wirklich gerne mit dir vielleicht zusammen sein oder was auch immer, dich hier kennenlernen. Andererseits würde man am liebsten hier weglaufen. Vielleicht geht es auch bei manchen um ein Date, um ein Kennenlernen. Und plötzlich bekommt diese Person hier Angst. Ja, man müsste hier mutig sein. Schauen wir in die zweite Reihe ganz einfach, bevor ich hier noch länger fantasiere. So, und zwar mit dem Witches Tarot. Der Mut fehlt hier für eine Sache. Es kann ein Date sein, es kann aber auch irgendetwas sein, was du gerne tun möchtest, ja, mit deinen Liebsten. Schau hier dann selber im Oktober vielleicht nochmal, worum es sich hier handelt. Ich sehe nicht, dass das etwas ist, was du schon länger geplant hast oder länger vorhast. Ritter der Kirche, wir haben hier den Ritter der Kirche und hier. Hier möchte schon jemand das Miteinander mit dir, dieses Harmonische, ja, diese Zweisamkeit oder Man möchte schon zu dem Kreis deiner Liebsten zählen. So kommt mir das rein. Man möchte zu dem Kreis deiner Liebsten hier zählen. Man möchte da dazugehören, in deine Gunst fallen sozusagen. Nochmal, König der Stäbe, ja, diese Person zeigt sich über das gesamte Monat. Also das ist schon jemand, der hier im Oktober sehr präsent sein wird bei dir. Page der Stäbe, König der Stäbe. Man will, der Wille ist da, aber dann kommen die Zweifel. Man will und kann nicht. Man will und kann nicht. 7 der Schwerter, 3 der Kelche. Hier möchte es sich jemand leicht machen, einfach machen. Ich spüre hier schon stark, man kann sich hier nicht hundertprozentig für etwas entscheiden. Wie gesagt, das kann natürlich von einer Beziehung gehen, wo sich hier jemand nicht 100% für dich entscheiden kann. Oder natürlich auch, wie gesagt, wenn es um eine bestimmte Sache geht. Ja, man möchte es lieber leicht, ja. Ein leichtes Miteinander. Vielleicht auch nur schreiben, kommunizieren etc. 4 der Kelche, Ritter der Kelche. Ich spüre Unzufriedenheit, ja, von deiner Seite. Du bist hier, glaube ich, unzufrieden mit dem Verhalten dieser Person.
wie sich diese Person verhält, ja, dass diese, vielleicht kannst du dich ja auch auf jemanden nicht verlassen, ja, es kann auch innerhalb der Familie sein, wie gesagt, unter deinen Lieben, dass du dich hier auf jemanden nicht verlassen kannst. Weil jemand keine Verantwortung übernehmen will. Ass der Münze wäre die Verantwortung, auch die Chance, die sich natürlich bietet, aber fürs Ass der Münzen muss man natürlich ja auch Verantwortung übernehmen und das macht jemand nicht. Jemand entscheidet sich nicht. Nochmal 7 der Schwerter. Jetzt sind schon 4 Karten doppelt gefallen. Jemand schaut, was habe ich noch für Möglichkeiten, noch für Optionen. Also man möchte sich so einfach wie möglich machen. Irgendeine Sache, ja, ob das hier in Beziehung ist, etc. Man möchte es sich hier so einfach wie möglich machen. Solltest du es hier mit jemandem zu tun haben, jemanden kennenlernen, ja, würde ich dir hier Geduld anraten. Ja, hier ist jemand noch nicht so weit. Hier ist jemand noch nicht bereit für eine feste Partnerschaft, wenn das in deinem Sinne ist. Man möchte hier zwar deine Harmonie, deine Gegenwart, ja, das hätte man gerne, aber die Verantwortung eben dafür möchte man nicht übernehmen. Der Hierophant, also der Hohepriester hier mit dem König der Stäbe und den 10 der Stäben. Ja, also die Tendenz könnte hier durchaus sein, dass sich hier jemand wirklich tiefsinnige Gedanken macht, hier wirklich aufgeweckt wird sozusagen. Mit dem Hierophanten, mit dem Hohepriester, das ist schon ein göttlicher Wink, der auf diese Person zukommt. Wenn man das wirklich will, muss, dass man auch Verantwortung übernehmen muss, ist ja ganz klar. Und nicht ja immer schauen kann, wo ist das Gras grüner. Auf den Einsiedler. 4 der Stäbe. Hier denkt jemand über eine Partnerschaft mit dir, hoppala, oder über eine Hochzeit, über ein Zusammenziehen. Hier denkt jemand wirklich tief drüber nach. Oder es geht hier um eine Veranstaltung. Ja, du hast hier etwas vor, etc. Du wirst dann wissen, worum es hier geht. Jemand denkt hier wirklich drüber nach. Anfangs noch nicht. Anfangs flüchtet man hier eher nur. Ja, ich sehe hier die Flucht, die sehr angezeigt, natürlich sehr stark. Aber Ende Oktober sehe ich jemanden dann wirklich darüber nachdenken. Ja, und das mit dem Hohepriester und dem Einsiedler, das ist schon sehr tiefgründig. Also hier macht sich jemand wirklich Gedanken über euch, über dich vor allem, hier Königin der Münzen hier angezeigt. Und dass du das auch irgendwo erwartest von dieser Person. Also ich sehe hier gar nicht, dass du hier wirklich im Zwiespalt bist. Ich sehe hier eigentlich bei den anderen. Für die wenigsten wirst das du sein, das glaube ich nicht. Es zeigt sich hier schon an, dass jemand. Ich sehe dich hier unzufrieden, weil eine Person hier nicht, weil du dich hier nicht auf jemanden verlassen kannst. Ja. Du kannst dich hier nicht auf diese Person verlassen. Ja, schauen wir weiter, was hier rauskommt. Und zwar mit dem Rider-Waite-Karten in der weiterführenden Legung ab Stufe 2 VIP-Mitglied sind die weiterführenden Legungen für dich verfügbar. Schauen wir jetzt genau rein, wer ist diese Person, beziehungsweise was kommt hier raus? Ja, wenn diese Person hier drüber nachdenkt. Was geht hier vonstatten? Wir haben ja doch hier auch ein paar Anzeichen mit den 3 der Kelche, 7 der Kelche. Sind ja auch andere Personen noch im Spiel. Wie gesagt, da schauen wir jetzt gleich näher rein. Und auch mit den, und auch ziehe ich noch eine Herzkarte oder eine Glückskarte für dich natürlich. Wie gesagt, schau gern vorbei. Ansonsten schaut euch gern den Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein. Und abonniere natürlich kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Einen ganz, ganz wundervollen Oktober. Tschüss!